Hallo, ich bin der André vom SIP und ich freue mich, dass ihr da seid, weil heute machen wir mal was ganz Besonderes. Wir nehmen den Motor vom Alex auseinander und schauen, wie der Verschleiß ist. Wie man an dem Dreck hier an dem Fahrzeug sieht, sind wir jetzt also knapp 1000 Kilometer gefahren und wir hatten ja eingebaut ein niegelnagelneues Getriebe, das wir entwickeln haben, eine niegelnagelneue Kupplung, die wir zwar vorher auch schon mal probiert haben, aber in einem anderen Konstruktionsstand. Wir haben die neue Kurbelwelle verbaut und das ist ja auch ein ziemlich kräftiger Motor, sodass wir davon ausgehen können, dass wir jetzt schon eine gewisse Aussage über den Verschleiß treffen können. Und zu dem Zweck werde ich jetzt den Motor demontieren, die Lichtmaschinenhälfte abnehmen und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Da ist ganz schön viel Getriebeöl drinnen. Gut, Getriebeöl schaut okay aus. Ist zwar schon ziemlich dunkel, aber nach 1000 Kilometern kann man das auch mal wechseln. Ich glaube, die Einfahrfrist wäre vielleicht noch kürzer gewesen, dass man vielleicht nach 500 Kilometern auch schon gewechselt hätte. Manche wechseln auch nie. Auspuff runter. Zündkerze kann man sich auch immer anschauen, auch wenn es nicht wahnsinnig aussagekräftig ist. Die ist relativ hell. Vergaser war auch, glaube ich, grenzwertig ein bisschen mager, aber okay, hat alles gehalten. Schön, wie er braun ist. Sieht ganz cool aus, finde ich. Schaut auf jeden Fall, hat man keine Einschläge oder sowas, hat nichts durchgezogen. Und es ist auch nicht irgendwie grau oder sowas, was ein Zeichen für Überhitzung wäre. Man sieht, dass der Zylinder noch im guten Zustand ist, also geklemmt oder so hat der nicht. Man sieht, hat er keine Reibspuren, die sind meistens am Auslass, also höchstens minimale Spuren hat man da, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Man kann auch den Kreuzschliff noch erkennen, nach 1000 Kilometer sollte das auch der Fall sein. Wie gesagt, die Vergasereinstellung hat noch nicht ganz gepasst, bisschen mager aus meiner Sicht, aber war völlig in Ordnung. Ich habe es ohne Klemmer geschafft, das sieht man an dem Kolben- und Zylinderbild. Was man jetzt zum Beispiel als erstes angucken kann, ist eigentlich bei der Kurbelwelle. Man kann gucken, wie arg man auf die Seite des Pleuel kippen kann. Ist leider jetzt in dem Zustand nicht besonders gut messbar, aber es gibt eine Information über den Verschleiß von dem oberen Kolben, von dem unteren Kolbenbolzen, von dem Lager auf dem Hubzapfen von der Kurbelwelle, also das untere Pleuellager. That was easy. Wenn alles neu ist, laufen die Walzen von diesem Lager auf der ganzen Breite, tragen die. Und je älter die Kurbelwelle wird, desto schmaler wird eigentlich die Laufbahn der Walzen, weil die Walzen werden immer mehr ballig, also an den äußeren Enden immer kleiner. Und in der Mitte bleiben sie gleich, bis sie irgendwann komplett kleiner werden. Und dann ist aber die Kurbelwelle auch völlig im Eimer. Kurbelwelle ist ja beim Zweitakt dann Verschleißteil. Aber hier nach 1000 Kilometern dürfte sich eigentlich nichts fehlen. Man sieht dann noch, die hat auch seitlich noch diese 0,5 mm Spiel. Aber das ist hier also zweifelsfrei. Ohne da jetzt mit der Fühlerlehre anzufangen, kann man sicher sagen, das ist hier vollkommen in Ordnung. Jetzt nehmen wir die Motorhälfte ab und schauen mal, wie es unserem Getriebe und unserer Kupplung geht. Yep.
Also mit der abgenommenen Motorhälfte, das erste, was immer auffällt, ist das lose Kickstarter-Zahnrad. Das ist aber vollkommen normal. Das ist ja nur aufgesteckt auf die Nebenwelle. Die Nebenwelle, die hat ein bisschen Laufspuren vom Kickstarter-Zahnrad tatsächlich. Aber die Nebenwelle ist ja ein Benelli-Produkt, also es hat mit unseren Eigenprodukten jetzt nichts zu tun. Wir haben dann noch die Antriebswelle, die ja eigentlich unser Hauptinteresse ist. Die Zahnräder selber schauen super aus. Wir haben noch alle Zähne dran. Der Schliff der Zähne, also die Flächen sind jetzt glänzender geworden, aber man sieht immer noch die Bearbeitungsrichtung von der Herstellung. Also da ist eigentlich kein sichtbarer Verschleiß, kann man sagen. Das ist jetzt einfach gut eingelaufen, das Getriebe. Ich nehme jetzt alle Zahnräder ab. Das kritische Zahnrad ist, denke ich, immer der dritte Gang. Meistens, wenn es einen Getriebeschaden gibt, dann dritter, vierter Gang oder zweiter, dritter Gang. Aber hier fehlt gar nichts. Man sieht teilweise noch dieses weiße Fett, das ich immer alles überall einschmiere. Die haben auch auf der Innenfläche, wo die also auf der Antriebswelle laufen, da sind auch überhaupt keine Reibspuren oder sowas, sondern es ist immer noch der geschliffene Ursprungszustand. Schaut top aus. Und dann die Antriebswelle selber, da gäbe es jetzt zum Beispiel auch Unterschiede. Es gibt zum Beispiel manche Qualitäten aus Indien, die falsche Wärmebehandlung und Härte haben. Die laufen sehr schnell ein, das würde man jetzt auf jeden Fall sehen. Aber wir haben hier einen leichten Schatten von dem Lauf der Zahnräder. Also es ist auch das, ich würde jetzt auch so testen, dass es nicht eingelaufen ist. Ich fahre da mit meinem Fingernagel auf und ab und der würde da in den Einlaufspuren würde er sich verhaken, aber also nicht im Ansatz tut er das. Die Welle ist wie neu, also in meinen Augen. Auch zum Beispiel das Schaltrastenlager, das hat hier einen Schatten hinterlassen, aber keine Laufspuren oder auf gar keinen Fall eine Vertiefung oder sowas. Also es ist, ich würde sagen, es ist ein sehr guter Zustand. Perfekt. Was uns jetzt noch bleibt, ist die Kupplung auszubauen und zu sehen, ob es wirklich klappt, dass man sie so leicht herunternehmen kann. Und wie da der Verschleiß ist. Hier ist der Kupplungsdeckel, den Trennpilz, der manchmal schmilzt der, aber das kann bei uns nicht passieren, weil wir haben eine kugelgelagerte Andruckplatte. Kugelgelagerte Andruckplatte und das Lager bewegt sich auch noch. Dann braucht man eigentlich was zum Kupplung blockieren. Also das ist das gute alte Kupplungsmontagewerkzeug. Aber bei der Kupplung, weil das ja eine Inverskupplung ist, funktioniert es eigentlich nicht. Es kann sein, dass die Beläge durchrutschen und in dem Moment dreht sich dann der Innenkorb mitsamt der Mutter. Da braucht man dann ein anderes Haltewerkzeug, das wir auch entwickelt haben, das aber heute noch nicht da ist. Also hier ist die Mutter von der Kupplung. Jetzt schauen wir mal, ob die wirklich so leicht abzunehmen ist, wie es versprochen war. Hier kommt noch das Haltewerkzeug und da ist sie. Und wir sehen zum Beispiel, was ja jetzt heutzutage bei den COSA-Kupplungen immer kritisch ist, dass die Beläge unheimlich stark sich verformen, diese Laschen. Und hier kann man das super auseinandernehmen. Also ich würde fast sagen, die sind wie neu. Naja, hier sieht man, die sind schon ein bisschen eingelaufen, minimal. Und wie gesagt, das ist auch kein 12 PS Motor. Also die waren schon belastet. Die Anlaufscheibe, hier sieht man einen Haufen Messing von der Anlaufscheibe. Die ist auch nicht eingelaufen oder sowas, schaut super aus. Picobello. Kannst du nochmal so ein bisschen drehen? Du drehst doch. Aber ich bin der André. Ihr meint, ich soll auch noch das Kupplungszahnrad anschauen, ob das vielleicht verschlissen ist. Gut. Okay, von mir aus. Man sieht immer noch die Querriefen, die von der Bearbeitung, von der Herstellung herkommen, genauso wie bei den Getriebezahnrädern.
Man sieht keine Längsriefen und es ist auch noch nicht spiegelnd blank. Es fehlen auch keine Zähne, es ist auch nicht eingelaufen. Also meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, sieht das alles sehr, sehr gut aus. Ich baue das wieder zusammen und dann kann der Alex im Sommer auf die Reise gehen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Klingelknopf drückt und auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Wir müssen bei Alex Roller noch den Vergaser sauber einstellen und dafür benutzen wir auch EGT und Lambda-Sonde. Wie gesagt, freue mich aufs nächste Mal und dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute und viel Spaß. Ciao, ciao, euer André. Thank you.